Sie sind unscheinbar. Oft klein. Ein wertvoller Teil der grünen Lunge unserer Erde. Für den Erhalt der Ökosysteme und der Atmosphäre sind sie fundamental. Sie sind die kleinen Schwestern der Landpflanzen. Grünalgen. Bevor die Erde zu einem lebenswerten Planeten wurde, waren es Blaualgen, die die Atmosphäre mit Sauerstoff sättigten. Daraus entwickelten sich Braunalgen, Rotalgen und auch die Grünalgen. In den Urozeanen produzierten sie die essentiellen Stoffe für die Weiterentwicklung des Lebens. Sauerstoff und Kohlenhydrate. Also Luft und Nahrung. Seit etwa 1,5 Milliarden Jahren erobern sie die Lebensräume der Erde und sind dabei extrem erfolgreich. Sie besiedeln jedes erdenkliche Habitat des Planeten und spielen in Ökosystemen eine fundamentale Rolle. Die meisten Grünalgen leben im Süßwasser. Viele auch in salzhaltigen Steppenseen oder im Meer. Einige haben sich an extrem trockene oder kalte Standorte angepasst. Oft auch als Symbionten. Während dieser langen Entwicklungsgeschichte konnten sich vielseitige Strategien und Formen entwickeln. Von mikroskopischen Einzellern über makroskopische Fäden zu blattartigen Zellverbänden. Aber was macht sie so erfolgreich? Was sind ihre Strategien und wie funktionieren sie? Wie Landpflanzen sind Grünalgen photoautotrophe Organismen. Energie beziehen sie aus Sonnenlicht und Kohlendioxid. Sie haben Chloroplasten, in denen die Lichtenergie als Stärke gespeichert wird. Sauerstoff wird in die Umwelt abgegeben. Das Zentrum dieses Prozesses ist das Pyrenoid.
Um die Lichtausbeute zu erhöhen, haben Grünalgen unterschiedliche Chloroplastenformen entwickelt. Sie können Linsen, Netz, Becher oder hantelförmig sein. Neben Kohlenhydraten produzieren einige Grünalgen auch Öle und Lipide als Reservestoffe. Die Zellwand besteht zum Großteil aus einer Gallertartigen Fraktion, dem Pektin. Landpflanzen hingegen besitzen starre Wände aus Zellulose. Bei Luftalgen oder Dauerstadien können wie bei Blütenpollen extrem widerstandsfähige Sporopollenine eingebaut sein. Normalerweise dominieren die grünen Pigmente Chlorophyll A und B. Bei Nährstoffmangel, Trockenheit oder Lichtstress produzieren Organismen wie Chlorella, Dunaliella oder Trentepolia vermehrt dunkle Pigmente, Carotinoide. Hematococcus pluvialis erzeugt ein spezielles Carotinoid, das Astaxanthin, das neben UV-Schutz auch antioxidative Eigenschaften hat. Eremosphera viridis nützt Chloroplastenbewegung, um ihre DNS zu schützen. Bei starken Lichtintensitäten werden die Plastiden um den Zellkern gezogen. Die Fortbewegungsstruktur der Algen ist die Geißel. Chlorophyten haben zwei oder ein Vielfaches von zwei Flagellen. Sie sind gleich lang. Das nennt man Isokont. Um sich mit diesen gezielt vom oder zum Licht zu bewegen, besitzen mobile Organismen einen Augenfleck. Das Pigment der Lichtrezeption ist hierbei das Rhodopsin. Bei Zellverbänden gibt es Zell-Zell-Verbindungen. Diese Plasmodesmen erleichtern die Kommunikation und Synchronisation zwischen den Zellen. Grünalgen wie Chlorella oder Trebauxia bilden Symbiosen. Photosynthetisch produzieren sie Kohlenhydrate und versorgen so ihre Partner. In Wimpertierchen und anderen Protisten nennt man sie Zoochlorellen. In einer Flechte werden die Algen von Pilzhyphen umsponnen. Der Mykobiont dringt dann mit Haustorien in seinen Algenpartner ein, um Nährstoffe zu beziehen. Der Pilz strukturiert den Flechtenkörper. In Rindenschicht, Markschicht und Algenschicht. Das Erscheinungsbild der Grünalgen, die Morphologie, ist von Gattung zu Gattung unterschiedlich. Bei kokalen Morphotypen bestehen die Organismen aus einzelnen Zellen. Einige Einzeller bilden Kolonien mit konstanter Zellzahl, Zönobien. Kapsale Formen sind den Kokalen sehr ähnlich. Die Zellen sind jedoch von einer Gallerte umgeben.
Monadale Algen besitzen Geißeln und sind beweglich. Zur Lichtwahrnehmung besitzen sie einen Augenfleck. Trichale Organismen bilden fädige Zellverbände. Sie können verzweigt oder unverzweigt sein. Siphonokladale Algen besitzen mehrere Zellen mit mehreren Zellkernen und Chloroplasten. Siphonale Arten bilden Tally aus einer einzigen Riesenzelle. Meistens besitzen sie viele Chloroplasten und Zellkerne. Acetabularia hat aber nur einen. Pseudoparenchymatische Zellverbände gehen so weit, dass sie den Landpflanzen sehr ähnlich sehen. Sie können aus Einzelzellen, Siphonen oder siphonokladalen Zellen bestehen. Anders als bei einem Kormus, dem Pflanzenkörper, besitzen Grünalgen keine echten Organe. Wurzel, Sprossachse und Blatt bestehen aus ausdifferenzierten Zellen. In einem Zellverband besitzen die Zellen verhältnismäßig gleiche Eigenschaften. Einige Tally bilden aber funktionelle Strukturen aus. Sie können Blatt, Stamm und Wurzel ähnlich sein. Werden Phylloide, Kauloide und Rhizoide genannt. Besonders Rhizoidzellen, um sich im Substrat zu verankern, sind sehr häufig. Der Lebenszyklus eines typischen Chlorophyten besteht aus zwei Phasen und ist heterophasisch. Sporophyt und Gametophyt sehen zumeist gleich aus und sind isomorph. Demnach besitzen sie einen heterophasisch isomorphen Lebenszyklus. Der diploide Sporophyt vollzieht Meiosen und bildet genetisch unterschiedliche Zoosporen. Diese werden entlassen, setzen sich fest und bilden neue Tally, die haploiden Gametophyten. Mitotisch bilden sie ausschwärmende Gameten. Finden sich zwei gegenpolige, fusionieren diese und bilden eine diploide Zygote. Bei der sexuellen Reproduktion können die Gameten gleich aussehen. Dann wird es Isogamie genannt. Sehen Gameten unterschiedlich aus, nennt man es Anisogamie. Ist einer der beiden unbeweglich, spricht man von Oogamie. Das genetische Material wurde rekombiniert. Ein neuer diploider Sporophyt wächst heran.
Zellteilung. Autosporen und andere Dauerstadien sind die Mechanismen der asexuellen Reproduktion. Chlorophyten und Landpflanzen teilen sich eine gemeinsame Stammesgeschichte. Grünalgen ist aber ein allgemeiner Begriff. Die Ziehalgen und Armleuchteralgen, die auch als Grünalgen gelten, bilden den Stamm der Charophyten. Sie werden zur Abteilung der Landpflanzen, zu den Streptophyten, gerechnet. Sie stehen den Chlorophyten gegenüber. Die Prasinophyten besitzen Merkmale beider Abteilungen und bilden eine sehr inhomogene Zwischengruppe. Die Abteilung Chlorophyta besteht aus drei Klassen. Früher wurden Grünalgen anhand ihrer Morphologie eingeteilt. Heute differenziert man in Ulvophyceae, Trebauxiophyceae und Chlorophyceae und spricht auch von den UTC-Kladen. Die Ulvophyceen bilden makroskopische Zellverbände und kommen vermehrt im Meer vor. In der Klasse der Trebauxiophyceen befinden sich kokale, kapsale und trichale Formen. Die Organismen sind meistens Luftalgen und Flechtensymbionten. Die Klasse der Chlorophyceen enthält kokale, kapsale, monadale und trichale Algen. Symmetrische Kolonien mit aufsteigender Komplexität charakterisieren diese Gruppe. Die Ulvophyceen bilden makroskopische Zellverbände. Von trichal, siphonokladal und siphonal bis hin zu pseudoparenchymatisch. Die meisten leben im Meer. Einige auch im Süßwasser und am Land. Ulva lebt in der Küsten- und Gezeitenzone. Sie bildet blattartige Tallie, die aus ein bis zwei Zellschichten bestehen. Die Zellverbände können bis zu einem Meter werden und bestehen aus ovalen Zellen mit je einem Chloroplasten und einem Zellkern. Dank ihrer farblosen, fädig verzweigten Rhizoidzellen verankern sich diese Organismen im Substrat und können so auch starken Strömungen widerstehen. Caulerpa und Halimeda leben auf Felsen in der Schelfregion. Die Tallie bestehen aus einer einzigen Riesenzelle, die eine Vielzahl von Kernen und Chloroplasten enthält. Caulerpa ähnelt mit ihren Blatt-, Stamm- und wurzelähnlichen Strukturen einer Landpflanze. Im Mikroskop kann die Plasmaströmung in der Riesenzelle beobachtet werden. Halimeda ähnelt einem Feigenkaktus. Die Segmente sind kalzifiziert. Kolonien bilden biogene Kalksteine. Auch Acetabularia, die Schirmalge, besteht aus einer einzigen Riesenzelle. Sie besitzt jedoch nur einen Zellkern und eine Vielzahl von Chloroplasten. Im Meer bilden sie ganze Rasen, die durch Kalzifikation ganze Riffe bilden können. Die ausgewachsenen Organismen besitzen einen Schirm. Hier entwickeln sich die Gameten durch sekundär gebildete Zellkerne,
laufen die Kappen grün an, platzen die Gametozysten und entlassen die Gameten. Anadyomene, die Meeresgeburt der Venus, bildet fächerförmige, blattartige Tally. Sie bestehen aus einer Schicht siphonokleidaler Zellen. Vallonia bildet Blasen aus einer einzigen Riesenzelle. Sie enthält eine Vielzahl von Kernen, Plastiden und Zellsafträumen. Unter dem Mikroskop sehen sie aus wie einzelne Zellen. Aber die Illusion täuscht. Im Zentrum der Zelle befindet sich eine große Zellsaftkammer. Segregativ teilt sich die Riesenzelle um die Kammer. Dadurch zerfällt das Zellplasma in immer mehr Bruchstücke und bildet dabei kleinere Zellsafträume. Cladophora lebt in sauberen und schmutzigen Flüssen. Die verzweigten Tally werden durch sekundäre Einschnürung gebildet. Die Zellen sind siphonokleidal und beinhalten mehrere Zellkerne und einen großen netzförmigen Chloroplasten. Gameten werden an den Enden der Zweige gebildet. Trentepolia und Physolinum sind Luftalgen und leben auf der Wetterseite von Bäumen oder auf Felsen in feuchten Schluchten. Die massiven Zellwände und die Pigmenteinlagerungen schützen vor Trockenheit und Lichtstress. Alle Ulvophyceen bilden Rhizoide, um sich im Substrat zu verankern. Unter den Trebauxiophyceen befinden sich kokale, kapsale und trichale Formen. Sie beinhalten die wichtigsten Flechtenpartner, Luftalgen und einige Süßwasserorganismen. Arten der Gattung Chlorella sind kokal und leben im Süßwasser und am Land, oft als Symbionten. Viele Chlorella-Arten werden als Futter- und Ölproduzenten biotechnologisch genutzt und erforscht. Arten der Gattung Trebauxia sind vorwiegend Flechtensymbionten. Sie kommen ausschließlich am Land vor und haben sich auf die Symbiose mit Pilzen spezialisiert. Auch Desmococcus, die Rindengrünalge, ist eine Luftalge. Aus kurzen, einzelligen Filamenten bildet sie grüne Beläge auf Bäumen. Eremosphaera viridis kommt in Mooren vor. Die Zellen werden bis zu 200 Mikrometer groß und besitzen einen Zellkern und mehrere linsenförmige Chloroplasten. Die Plastidenbewegung ist eindrucksvoll schnell. Die Plasmastränge, an denen sie sich bewegen, kann man sehr gut erkennen. Die Fortpflanzung verläuft oft ungeschlechtlich über Autosporen. Diese entlassen zwei Tochterzellen, die sich über Querteilung wiederum asexuell vermehren können. Botryococcus kommt als Kolonie in Seen vor. Sie wird über gallertartige Fäden zusammengehalten und ist von biotechnologischem Interesse. Denn sie produziert Öle. Leider wächst sie sehr langsam. Algen der Gattung Oocystis sind unbeweglich und eiförmig. In Gruppen von 2 bis 8 sind sie von der Mutterzellwand umgeben.
seltener allein. Die Verdickungen an den Zellspitzen sind charakteristisch. Mikrotamnion bildet einzellige abgerundete Fäden. Sie sind verzweigt und extrem klein. Charakteristisch sind wandständige Chloroplasten ohne Pyrenoide. Die Gattung Praseola bildet einzellige Filamente und auch blattartige Tally. Die Chlorophyzeen beinhalten fadenbildende, begeißelte, kokale oder kapsale Organismen und besiedeln Süßwasser. Ödogonium und Caetophora bilden makroskopische Fäden. Die von Ödogonium sind unverzweigt. Charakteristisch für diese Alge sind die Kappenzellen, die mit jeder Zellteilung zunehmen. Caetophora bildet hingegen mehrfach verzweigte Zellfäden mit großen Chloroplasten. Ankystrodesmus ist sichelförmig oder helikal verdreht. Sie sind einzeln oder in Kolonien anzutreffen. Ein großer, parietaler Chloroplast füllt die gesamte Zelle aus. Sphaerocystis und Gliocystis sind kapsale Organismen. Sie bilden von Gallerte ummantelte Kolonien. Die Zellzahlen und Zellpositionen können variieren. Zönobien, regelmäßig gebaute Kolonien mit konstanter Zellzahl, bilden Algen der Gattungen Crocigenia, Pediastrum, Zoelastrum und Scenedesmus. Sie sind wichtige Planktonorganismen im Süßwasser. Crocigenia oder Vilea, die Vierlingsgrünalge, bildet eine aus vierer Zellgruppen bestehende Kolonie. Eine mächtige Gallertschicht ummantelt das Zönobium. Pediastrum duplex bildet sternförmige Kolonien aus bis zu 128 Zellen. Die Randzellen besitzen zipfelartige Fortsätze. Man unterscheidet geschlossene und durchbrochene Zönobien. Zoelastrum bildet polyederartige Kolonien aus 8 bis 32 Zellen. Deren Position in der Kolonie ist genetisch prädefiniert. Die Zönobien von Scenedesmus bestehen aus 4 bis 8 Zellen. Die Koloniform und die hornartigen Zellwandfortsätze machen diese Alge unverwechselbar. Die beweglichen Algen Dunaliella und Carteria besitzen einen Augenfleck und Geißeln. Carteria besitzt 4 Flagellen, Dunaliella nur 2. Dunaliella salina kommt in salzhaltigen Steppenseen vor. Bei Lichtstress produziert sie vermehrt Carotine, die in Drogerie und Pharmazie Verwendung finden. Hematococcus pluvialis. Die Blutregenalge ist anfangs grün. Bei zunehmendem Stress produziert sie massenhaft Astaxanthin. Ein spezielles Carotinoid, das kommerziell genutzt wird. Werden die ökologischen Belastungen zu groß, entwickeln sich Dauerstadien. Die Aplanosporen können extrem ungünstige Bedingungen überstehen. Verbessern sich die Umstände, teilt sich die Zelle und bildet 4 bis 8 rote Zoosporen. Die nach einiger Zeit mit 2 Geißeln schlüpfen. Vegetative Vermehrung durch Querteilung kommt auch vor. Volvox bildet spezielle Zellverbände aus monodalen Zellen. Jede Zelle besitzt einen Zellkern, Chloroplasten und Augenfleck. Die beweglichen Zellen sind über Zell-Zell-Verbindungen, den Plasmodesmen, miteinander verbunden.
Volvox besitzt einen vorderen und einen hinteren Pol. Das Besondere an Volvox ist die Arbeitsteilung. Der Großteil der Zellen ist für die Koloniebewegung und Photosynthese zuständig. Die vergrößerten Zellen am hinteren Ende, die Gonidien, sind unbeweglich und für die Vermehrung verantwortlich. Durch Zellteilung bilden die Gonidien mehrere Tochterkugeln, die im Anfangsstadium nach innen gestülpt sind. Erreichen die Kugeln eine gewisse Größe, werden die Töchter ins Innere der Mutterkugel entlassen und kehren ihre Geißeln nach außen. Dort wachsen sie so lange heran, bis die Mutterkugel aufplatzt. Sexuell vermehrt sich Volvox globator durch Oogamie. Viele Grünalgen wie Dunaliella, Chlorella, Botryococcus und Hematococcus werden heutzutage biotechnologisch genutzt. Um eine Algenart zu kultivieren, muss sie zuerst aus einer Mischprobe isoliert werden. Dazu zieht man sich über einer Flamme eine Glaspipette zu einer Kapillare. Danach sucht man einen Organismus, den man isolieren möchte. Wird die gewünschte Alge gefunden, zieht man sie mit der Kapillare aus dem Tropfen und positioniert sie auf einen frischen Objektträger. Um Kontaminationen zu reduzieren, wird öfters isoliert. Danach kann sie in Reinkultur weitergezüchtet werden. Für industrielle Massen nutzt man riesige Bioreaktoren. In Röhrensystemen werden die Algen mit Licht, Nährstoffen, Luft und Kohlendioxid versorgt. Erreicht die Röhre eine gewisse Organismendichte, wird das System entleert und die Biomasse getrocknet. Dunaliella salina und Chlorella-Arten werden für ihre Produktion von Carotinen und als Nahrungsergänzungsmittel oder Fischfutter kommerziell kultiviert. Hematococcus pluvialis produziert ein besonderes Carotinoid. Das Astaxanthin findet in der Pharmazie, Drogerie und Kosmetik viele Verwendungszwecke. Botryococcus brownii ist wegen seiner exzessiven Ölproduktion von industriellem Interesse. Problematisch ist das langsame Wachstum der Alge. Nachdem die wertvollen Stoffe entzogen wurden, kann die restliche Biomasse der Algen zu Bioplastik oder Methangas weiterverarbeitet werden. Neueste Erkenntnisse zeigen, dass Algen auch die erneuerbare Energiequelle Wasserstoff produzieren. Grünalgen sind für unseren Planeten essentiell. Sie stabilisieren Ökosysteme und Atmosphäre. Klein und unscheinbar vollbringen sie Großes.